Der Komponist, der denkt sich ja Lieder aus, ist ja auch ein Baumeister der Musik zu sagen, der Melodien. Kann man sagen, dass Komponisten mit Architekten zu vergleichen sind? Du meinst also, ein Architekt baut Häuser und ein Komponist baut Musikstücke? Zum Beispiel. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber das kann man durchaus vergleichen. Also, das stimmt, wenn man sich hier so auf dem Marktplatz die Gebäude ansieht, da sieht man ja überall so Verzierung und sowas kommt ja in einem Musikstück auch vor. Und wenn man sich jetzt mal, da müsstet ihr euch alle umdrehen, mal euch die Fassade des Rathauses angeguckt, was es da nicht alles an Bildern, Schnörkeln und Trillern gibt. Ich glaube, so ein Musikstück hätte ich auch gerne mal gebaut, beziehungsweise komponiert. Du hast ja immerhin schon ein Stück über das Rathaus geschrieben und das hören wir jetzt. Aus deiner Feder Fassade kommt in Form und das Bremer Rathaus. Vielen Dank, Nicolas. So, und wer kann sich richtig tolle mit? Die sind mir wirklich gelungen, die Damen.
wir Tränen von Hoffnung und Mitsinn auch. Sie beschwören das Gute, sie feiern die Liebe, mahnen zur Klugheit und wünschen uns Glück. Salve, salve, salve.